Servus zusammen, neues Intro, neues FIFA-Video. Ja, ich mache mal wieder FIFA, es wurde echt Zeit, ich habe viel Material und das werdet ihr jetzt sehr, sehr schnell nacheinander sehen. Das ist unser erster Gegner für die heutige Partie, wir spielen gegen ein Arsenal-Team. Wir starten in der 10. Spielminute, ein schöner Chipping-Pass auf Ibarbo, Direktabnahme in Pfosten, Tor. So einfach kann Fußball sein. Es war ein guter Pass, es war natürlich wieder gelupft, ungern eigentlich, aber es war ein guter Pass und der Abschluss einfach perfekt. Wirklich schöne Volleyabnahme und dann schön vom Innenpfosten in die Maschen. Dann war auch schon Halbzeit, dazwischen ist nicht mehr viel passiert. Ein, zwei Chancen vielleicht noch auf jeder Seite. Ja, so kommt hin und toremäßig dann nichts mehr. Mein Gegner kam dann mal in der 57. Minute mit einer Flanke, einem Kopfball und einem Tor. Wie es halt immer so ist, die Flanken und die Kopfbälle, da kann man halt meistens nicht viel dagegen tun, auch wenn man es versucht. Und da mein Gegner so lustig war, das Tor nochmal laufen zu lassen, seht ihr es hier nochmal in der Übertragung. Es war an sich ein schönes Tor, aber in FIFA ist das eben schwitzig. Und dann per Ecke, ja, so ist das halt, ne? Kommt erstmal die Ecke rein, Kopfball noch gut geklärt, vielleicht per Pfosten, ja, Und dann grätscht er natürlich glücklich wieder rein, weil meine Spieler nicht das Vermögen haben, ihm können, den Ball zu klären. Und so läuft das dann und dann verliert man so ein Spiel. Ja, denn das ist der Schlusspfiff. Wir verlieren gegen diesen Arsenal-Dödel mit 2:1. Und die Statistik sprach, glaube ich, sehr, sehr deutlich für meinen Gegner. Ja, 7:1 Torschüsse, also es war ein verdienter Sieg, aber die Art und Weise ist natürlich ärgerlich. Der nächste Gegner heißt HT Beasts und wir werden uns dieses Spiel natürlich auch in aller Ruhe noch zu Gemüte führen. Und ich muss versuchen, weniger ins Mikrofon zu pusten. Ich mach's trotzdem. Und dann haben wir hier mal eine Chance. Ja, und die endet in einem Halbzeitpfiff. Denn bis dahin ist nicht viel passiert. Halbzeit. Ja, die Statistik war kurz zu sehen. Dann mal Sau über die rechte Seite. Ibarbo, direkter Name. Tor. Ein Wahnsinnshammer. Einfach reingedonnert das Ding. Wunderschön gemacht. Direktabnahme, Tor. Wie so häufig, so einfach kann Fußball sein. Und das hat er natürlich überragend gemacht. So, und das war's dann auch. Wir gewinnen durch dieses formschöne Tor mit 1:0 und haben damit weiterhin Chancen auf Aufstieg. Und ich glaube sogar auf den Titel, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die Punkte nicht mehr im Kopf. Aber wir werden das ja spätestens im letzten Spiel sehen. Unser nächster Gegner heißt Concos Boys. Und er hat ein Brasilien-Team und ein ziemlich teures, möchte ich meinen. Da sind ordentlich Kaliber dabei. Ja, ja. Aber auch hier starten wir schon zum Halbzeitpfiff. Da hat es ein bisschen gelaggt, wie ihr seht. 0:0. Und das war ein sehr zerfahrenes Spiel, muss ich sagen. Und wo wir gerade beim Thema Laggen sind, dann schaut euch mal die nächste Szene an. Die von mir angesprochene Szene hier. Ich habe den Ball, es hängt nochmal und dann ist das Ding drin. Ja, und ich konnte es mir dann nicht nehmen lassen, ihr seht es jetzt im Schnelldurchlauf, ihm eine Nachricht zu schreiben. Nice lag, aber es kam natürlich nichts zurück. Aber ich hatte damit natürlich recht. Ne? Wenn die Leute scheiß Internet haben, sollen sie nicht FIFA spielen. Fertig, aus. 61. Minute, Kopfballnachschuss, Tor. 1:1, ein bisschen zerfahren, alles, bisschen fahriges Tor. Aber ich denke, es war im Endeffekt verdient. Und hier seht ihr, wurde mir meine letzte Konterchance noch weggepfiffen. Da hätte ich vielleicht sogar noch das Siegtor machen können. Das hat mich richtig angekotzt. Das weiß ich auch jetzt noch, auch wenn diese Aufnahme schon ein paar Wochen her ist. Hat mich richtig, richtig, richtig angekotzt. Aber ich kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ne? Ja. Und an der Statistik sieht man, ich hätte den Sieg durchaus verdient gehabt. Und gut, dann liegt es eben jetzt am letzten Spiel. Unser nächster Gegner hat das gleiche Vereinslogo wie wir und er heißt Olympic XI und hat ein sehr starkes Italien-Team, italienische Liga und italienische Spieler. Sehr interessant. Wir starten in der 7. Spielminute. Mein Gegner in Barcelona, blau-rot, von links nach rechts hier im Ball, hat ihn nochmal bekommen und dann die Natale und dann schiebt er ihn rein. Können technisch gut gemacht, aber es war natürlich wieder sehr glücklich, dass er den Ball hier wieder bekommt. Und für mich umso ärgerlicher. Dann eigentlich eine Schlüsselszene. 22. Minute. Ich bin hier durch und werde gelegt. Letzter Mann. Resultat. Rote Karte. Und hoch das Ding. Ja,
Chiellini ist relativ früh vom Platz geflogen und diese Lücke konnten wir nutzen mit Mandzukic, der hier wunderschön das 1:1 erzielt. Auch dieses Mal wieder ein wenig skillig, ein bisschen reingezogen und dann reingezwirbelt. Kein Schwitzen und ein schönes Tor. Und damit gehen wir auch in die Pause und da denken wir uns natürlich 45 Minuten, 1:1, da geht doch noch was. Da geht auf jeden Fall noch was. Statistik hat, glaube ich, sogar für uns gesprochen, ja, ziemlich deutlich sogar. Ja, und dann kam mein Gegner. Hier noch ein Foul von mir, Vorteil. Der Gegner wurschtelt sich durch, Flanke, Kopfball, Tor. Schwitzig as hell. Schwitzig as hell. Und das hat mich, oh, ich hab's nicht gepackt. Weißt du, wenn du in so einem letzten Spiel bist, spielst besser, spielst deutlich besser als der Gegner und dann kriegst du sowas. Ach. Ärgerlich. Und weiter ging's ein paar Minuten später. 72. Minute, Flanke, Kopfball, abgefälscht, Tor. Wieder über eine Flanke. Man mag es kaum glauben, aber mein Gegner scheint sehr viel über Flanken zu spielen, was? Ja, so war es auch. Also ich habe ihn eigentlich keinen richtigen Angriff durch die Mitte rausmachen sehen, außer diesen hier, der natürlich auf einem Konter basiert und da war mein Torwart raus und dann konnte er ihn reinschieben. 4:1, aber da war ich auch total offen, da war es eh schon verloren. Ja, es ist ärgerlich, es ist sehr, sehr ärgerlich und ihr werdet am Ende noch kurz die Statistik sehen. Die war schon relativ deutlich für mich. So endet diese nach langer Zeit endlich wieder gezeigte FIFA-Folge. In der nächsten Folge geht es mit Liga 5 weiter und dann will ich natürlich den Aufstieg schaffen. Wir werden sehen, ob ich das packe. Wenn es euch gefallen hat, haut den Daumen rein, lasst ein Abo da. Alles weitere wisst ihr ja. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Stay tuned.